Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von BWIN. Welch eine wilde Woche in Lotte. 4 suspendierte Spieler, Trainer, Rauswurf. Dann wurden die 4 Suspendierten wieder zurückgenommen. Klaus Bienemann, der Jugendkoordinator, als Interimstrainer und Nachfolger vom gefeuerten Matthias Mauksch, der 6. Trainer bei Lotte innerhalb eines runden Jahres. Halle kam mit Selbstvertrauen nach zuletzt 2 Siegen in Folge. Die Gäste in Rot kamen auch besser ins Spiel, aber dann kippte es Richtung Lotte. Österhellweg, kein Foul, Österhellweg und dann ist da Lindner, Pfosten. Großchance in der 31. Minute, die beste Gelegenheit bislang im Spiel. Nach all dem Zirkus hoffte man in Lotte auf eine Trotzreaktion der Mannschaft. Ja, die kam. Und Halles Trainer Thorsten Ziegner staunte, wie seine Mannschaft die Kontrolle über das Spiel verlor und die Weißen immer stärker wurden. Dann diese Szene in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Yildirim wieder eine gute Chance in Führung zu gehen, aber wieder kein Tor für Lotte. Lotte ohne Heimtor seit April. Pausenstand in Lotte 0:0 und dann wechselte Ziegner. Er brachte Sebastian May, den Neuzugang aus Münster, den hatte er ja auch gegen Lautern gebracht. Da hatte er getroffen, aber diesmal May mit dieser Aktion. 2 Minuten im Spiel, 47. Minute. Er hatte beide Hände weg vom Körper, Ball springt dran, hätte Handelfmeter geben müssen. Glück für Halle. Dann andere Seite. Ecke, Bahn und dann kommt er wieder, der May, da ist der May und köpft das Tor, wie gegen Kaiserslautern, er kommt als Joker, er trifft als Joker, das 1:0 in der 52. Minute durch Sebastian May, nach der Ecke von Bahn, Wahnsinn, alles wie gegen den FCK, sie ließen ihn völlig frei laufen und hätten den 1,95 Mann doch besser decken müssen. Rückstand für Klaus Bienemann und seine Lotter. Die warfen dann auch noch alles rein, aber richtig gute Chancen kamen dabei nicht mehr raus. Aber viele Konter der Roten, die es versäumten, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, wie hier Matthias Fetsch. Eine von mehreren vergebenen Großchancen. In der zweiten Hälfte sicherte sich Halle dann verdient den Sieg. Nach schwächerer ersten Hälfte die zweite richtig gut. Vollbracht, geschafft. Halle holt den 3. Sieg in Folge und das 3-mal ohne Gegentor. Matchwinner, klar, er, Sebastian May. Ist mega unbeschreiblich, dass das 2-mal ineinander passiert. Für einen Innenverteidiger vor allem ist Ist Wahnsinn, ist ein super, super schönes Gefühl. Ja, also das Spiel insgesamt, ich fand es jetzt nicht sonderlich gut von uns. Was allerdings gut war, war die Moral. Ja, gerade in der zweiten Halbzeit dann auch mehr dagegen zu halten als noch in der ersten Hälfte. Vor allen Dingen so ab der 15. Minute waren wir da nicht mehr gut im Spiel. Und hinten raus, klar, das ist ein Thema, wo wir extrem viel dran arbeiten müssen, an unseren Kontersituationen. Wenn wir mal in Führung liegen und eben diese Räume kriegen, auch das war heute nicht perfekt gemacht, sonst hätten wir zeitiger Ruhe gekriegt. Wir haben solche Kommentare wie untrainierbar oder Absteiger Nummer 1 natürlich auch so ein bisschen wahrgenommen. Und wie ich eben schon gesagt habe, wir sind noch lange nicht tot. Und ich glaube, ich hätte in der Halbzeit auch rausgemusst. Aber ich werde mein Leben für diese Mannschaft geben. Seinen Kopf hat er ja schon mal riskiert. Aber trotzdem bleibt Lotte sieglos Letzter.